4. November des vergangenen Jahres ereignete sich im Milsertunnel in Tirol ein filmreifer Verkehrsunfall. Der 18-jährige Lecher Michael Huber fuhr mit seinem Auto an der Tunneldecke entlang und krachte anschließend auf die Fahrbahn. Der Nachwuchsskifahrer erlitt schwere Verletzungen. 2 Monate später merkt man dem sympathischen Sportler fast nichts mehr an. Erinnerungen an den Unfall hat Michael Huber aber fast keine. Viele Ereignisse habe ich nicht im Kopf. Es ist alles extrem schnell gegangen. Also ich bin kurz im Auto aufgewacht und dann war es eh schon wieder weg. Also ich bin eigentlich im Krankenhaus bin ich aufgewacht. Davor habe ich gar nichts. Es ist eigentlich eingeschlafen, dann aufgewacht kurz vom Tunnelportal und das Lenkrad umgerissen und dann war es in der Pause bis einen Tag später eigentlich fast. Dank Lech Zürs und dem Schiphol West habe ich ein Mercedes-Auto gekriegt. Und das war absolut, ohne so einem guten Auto hätte ich es nie überlebt. Als der Skirennläufer erstmals die Fotos des Horrorcrash sah, konnte er das Ganze kaum glauben. Ja, am Anfang habe ich es gar nicht glauben können, dass mir so etwas passiert ist. Und dann danach, wo ich dann erfahren habe, wie die Verletzungen auslösen, habe ich genau gewusst, dass es wieder aufwärts geht, dass ich wieder Skifahren kann. Und das war eigentlich das Wichtigste. Und weil Freude vom Skifahren kann man mir nicht nehmen und ich komme wieder zurück. Also ja, ich will es wieder probieren. Im Krankenhaus bekam der 18-Jährige auch Besuch von Marlies Schild und Benny Reich. Eine große Stütze war seine Freundin Bernadette, selbst auch Skirennläuferin und Schwester von Marlies Schild. Ich meine, sie ist selber im Rennen stresst jetzt, was ich denn. Und es ist doch fast jeder Tag, was ich bei mir im Krankenhaus. Und sie ist immer vom Pitztal rausgefahren zu mir und wieder ins Pitztal. Also das war extrem nett und ja, vielen Dank. Dank den Kontakten des ÖSV konnte Michael Huber schon nach rund 4 Wochen mit der Reha in Salzburg beginnen. Von da an ging es jeden Tag bergauf. Bei der Hand habe ich den Mittelhandknochen gebrochen. Das war extrem schnell, das ist so schnell verheilt. Der Doktor hat gesagt, das war Wahnsinn. Das war nach 3 Wochen schon fast wieder zurückgewachsen. Und am Fuß auch das Sprunggelenk, die Bänder, das hat sich auch so schnell geheilt. Also die Bewegung war eigentlich schon da, wo ich den Gips weggekriegt habe fast. Und aber beim offenen Unterschenkelbruch, da dauert es halt noch seine Zeit, weil das einfach eine schwere Verletzung ist. Und die Wirbelsäule, der erste und der dritte Lendenwirbel, der war abgebrochen. Und da habe ich die ersten 4 Wochen ganz ruhig stellen müssen. Und da bin ich halt eigentlich Tag und Nacht im Bett gelegen fast. Also es war eine harte Zeit, aber jetzt ist es wieder gut und jetzt kann ich wieder anfangen zu trainieren. Momentan arbeitet der Lecher zusammen mit Physiotherapeut Bernd Neier und dem ganzheitlichen Energetiker Günter Fritsch hart an seinem Comeback. Wann er wieder auf die Ski stehen kann, ist aber noch unklar. Es sind verschiedene Meinungen da von der Doktor ein bisschen. Also der eine sagt jetzt schon Ende Jänner fast und der andere sagt halt, ich soll jetzt schon noch warten bis Ende Februar. Und selber denke ich, dass ich sicher vor März, Anfang März nicht Skifahren gegangen, weil es hat keinen Sinn und es ist zu gefährlich eigentlich. Nur weil ich einfach körperlich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt wieder auf Ski kann. Und das wäre dann nochmal gefährlicher. Bis ich in Skischuh komme, dauert es noch eine Zeit. Und die Schwellung, aber das ist noch da durch das. Und ja, die wird ungefähr bis im März, hoffe ich, dass die weg ist. Und dann aber lasse ich meinen Skischuh machen und dann gehe ich auf die Ski.